Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Leute, 30 Grad, es ist ganz komische Luft draußen, es ist auch bewölkt. Boah, sieht da, ich sehe das Meer da hinten gar nicht richtig, ne? Also es ist so richtig diesig. Wir sollen auch nochmal Sahara-Staub bekommen. Wir wissen ja alle, naja, nicht alle, manche wissen das. Das ging aber auf einmal jetzt hoch, ne? Da wurde sogar mir ein bisschen warm. Ich, Frosti, mir wurde warm. Jetzt zum Thema. Eine Leiche wurde Kleopatra-Strand gefunden. Jetzt nicht irgendwie, dass die ertrunken ist oder so. Nein, die lag da auf der Liege am Strand. Die haben die nachher von der Liege runter unterm Schirm, bis sie dann kam mit dem... Ihr wisst schon, ne, zum Abtransportieren. Das ist ja hier so ein Metallgehäuse dann. Nicht, wie man in den Filmen sieht, mit so einem Plastikbügel oder so. Nein, das wird richtig in so einem Metallgehäuse. Es wird dann getragen. Den Leuten ist nämlich aufgefallen, dass diese Person, eine männliche Person, eine ausländische Person, sich nicht mehr bewegt hat, etwas länger. Und dann sind die wohl hin und haben gefragt, so, bist du wach oder hallo oder ich stelle mir das gruselig vor. Jetzt war das natürlich auch auf Insta, dann haben sich da manche Leute, kann ich einerseits verstehen, aber andererseits, wenn man da manchmal, die davor, ja, die haben es vielleicht gar nicht mitbekommen. Man wird ja auch nicht so neugierig, oh, da ist Gendarme und was ist da los? Manche schlafen ja auch ein und wie kann man sich nur sonnen, wenn da eine Leiche liegt? Naja, vielleicht haben die das gar nicht mitbekommen, dass da eine Leiche liegt. Ja, weiß man ja nicht. Ich finde es gruselig, sogar gruseliger wie das, wo die angespült worden sind. Direkt, ihr kennt alle den Kleopatra-Strand, die meisten. Ich mag diesen Strand persönlich nicht. Nicht jetzt deswegen, sondern weil der ist mir einfach überfüllt. Die Beachbars sind da extrem teuer. Gehe ich nicht hin. Und ich habe doch hier einen Strand vor der Tür. Warum soll ich dahin fahren? Das ist voll unnütz. Ja, da muss man einen Parkplatz suchen. Wenn man dort wohnt und man kann hinlaufen, einwandfrei. Aber für mich ist das da immer überfüllt. Und zweimal, wo wir nur dort waren, zum Spazieren gehen, nicht zum Sonnen oder irgendwas, hat es dort auch ziemlich gerochen. Da ist wohl so ein Apfel. Ist nicht mein Ding. Ist sehr schön, der Strand. Die Beachbars sind sehr schön dort. Aber ich habe ja den Strand hier direkt vor der Tür. Warum soll ich in der Hitze dorthin fahren? Nein, mache ich nicht. Genauso wie Injekum. Hoffen wir mal wirklich, weil jetzt waren schon, glaube ich, schon 2, 3 Personen, die vom Balkon gesprungen, gestürzt sind. Ausländer, Leichen angespült, eine Leiche am Strand. Hoffen wir mal wirklich, dass das dieses Jahr nicht wieder so extrem wird wie letztes Jahr. Fand ich nämlich nicht lustig. Jetzt. Thema Schüsse in Mahmudla. Leute, ich habe dann auf die Uhr geguckt, weil ich habe jetzt, nachdem ich wach geworden bin, 6 Schüsse. Ich weiß, wie Schüsse sich anhören. Ich habe in Texas gewohnt, 6 Jahre lang. Ich war selber auf dem Schießstand und ich habe nur gehört, bam, 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 Beke saß, ich saß, Tarik aufgewacht. Und ich sage, was war das? Ich sage, das waren Schüsse. Sagt er, nee, ich sage doch, das waren Schüsse. Also auf dem Balkone stand so keiner, nur so ein paar. Es sollen insgesamt 11 Schüsse gewesen sein. Okay, ich bin, glaube ich, nicht direkt wach geworden. Und ich habe noch 6 mitbekommen. Habe dann auf den Wecker geguckt. War 4.49 Uhr gewesen. Bis ich glaube, ich bin auch gar nicht mehr richtig eingeschlafen. Weil ich sage, wer schießt denn hier mitten in der Nacht rum in Mahmudla, ja? Ich meine, dass manchmal bei Hochzeiten oder so in die Luft geschossen wird, kennen wir mittlerweile, sage ich mal, ist eigentlich aber so mitten in der Nacht. Ich hänge euch mal hinten dran. Und warum wir es so laut? Wir hatten diese Nacht auch die Gläser auf, ja? Und dieses Maklerbüro, die haben jetzt auch die Person durch die Kameras gefunden mit dem Motorrad, wo es gemacht hat. Ein 29-jähriger Bub ist direkt hier gegenüber von uns. Ich habe es euch mal abgefilmt. Ich hänge euch das hinten dran. Es passiert
des Öfteren die letzte Zeit, dass Maklerbüros, dass, und die Einheimischen haben sich hier unterhalten. Es sollte eigentlich eine Warnung gewesen sein, ja, eine Warnung wie, wir können einfach herkommen und ihr wisst schon. Da muss man schon aufpassen. Jetzt habe ich, ich wurde gefragt, habe ich ein mulmiges Gefühl, weil Becky Makler ist? Nein, habe ich nicht. Das sind, warum habe ich kein mulmiges Gefühl? Weil das sind die, die nichts korrekt machen. Das sind die, die Schmu machen. Das sind die, die einen versuchen wollen zu hintergehen oder zu betrügen und zu belügen. Und das sind dann halt, ob es jetzt Kinder sind, Verwandte sind oder die Person selber. Es geht hier immer, wenn sowas ist, um eine Menge, richtig Menge Geld. Und da hört der Spaß auf, bei vielen. Okay, das sind drastische Mittel, würde ich nie zugreifen. Aber Angst habe ich nicht, nein. Wegen den Leiche jetzt, wegen der Leiche am Strand, da macht man sich schon Gedanken. Man hat schon vorher mal drüber geredet, ja. Und morgen kommt ein sehr interessantes Video. Was wünsche ich mir eigentlich? Ich meine, ich bin erst 54 und inshallah möge der liebe Allah mir wirklich noch ein paar Jahre dazu geben, ja, viele Jahre noch hier genießen können. Was möchte ich eigentlich, wenn ich davon gehe? Also wenn ich sterbe? Was soll mit mir passieren? Wie ist das? Muss ich hier was mieten? Darf ich überhaupt hier begraben werden? Will ich vielleicht nach Deutschland? Geht das? Würde das gehen? Das sind alles so Themen, wo man sich wirklich mit, wenn man auswandert, egal was für ein Alter, man sollte sich wirklich damit beschäftigen, ja? Vielleicht sagt man, nee, ich möchte nach Deutschland zu der Familie oder so, ja? Das ist wirklich ein wichtiges Thema, wo man sich mit beschäftigen sollte. Teilweise hatten das die Roswitha und ich ja schon wegen den Vollmachten und Testament und. Aber das andere und morgen mehr darüber. Eure Katja, bis denn. Ciao, ciao. So, seht ihr das da, wo die türkische Flagge dran hängt, das Minigebäude? Da sind nämlich vor die Schüsse gefallen. Das war um 4.49 Uhr. Wir saßen alle im Bett und haben erst mal geguckt, aber nichts gesehen. Und am nächsten Tag stand die Gendarme da und hat alles abgesperrt und wohl die Patronenhülsen aufgesammelt.